gerade, ich schaue aus wie ein Haufen Scheiße. ich will ein Lava-Video machen und werde mich währenddessen auch gleich schminken. Ich habe nämlich auf Instagram, schon vor ein paar Wochen, glaube ich, ist das her, ein paar Fragen mir rausgesucht, weil ich habe so einen Fragen-Button auf Instagram. Ihr wisst schon, ich kann schon wieder nicht reden. Ich habe euch gebeten, mir Fragen zu stellen, damit ich es rauskriege. Und jetzt habe ich ein kurzes Zeitfenster und hoffe, dass ich dann noch ein Video drehen kann. Ich muss mir jetzt eh beeilen. Und deswegen hoffe ich, dass ich jetzt nicht so lange brauche mit dem Video, damit ich noch ein Video drehen kann. Mal gucken, ob es funktioniert, so wie ich mir das einbilde. Okay, fangen wir auch gleich mal an mit der ersten Frage. Was waren die Erfahrungen mit Männern, Flirten, Schreiben in der aktuellen Zeit? Wie läuft das? Ich rede ja viel, also habe viel auf Instagram drüber geredet. Jetzt in letzter Zeit mache ich ja leider nicht so ein Live-Video. Will ich demnächst mal wieder, aber muss noch gucken, wie ich das zeitlich schaffe. Es läuft eigentlich ziemlich komisch ab. Ich kann euch auf jeden Fall den Kanal von So denkt ein Mann empfehlen. Da denkt man auf jeden Fall ganz anders über die ganzen Sachen. Guckt euch den an. Mehr sage ich gar nicht mehr. Guckt euch auf jeden Fall den an. Ich habe mich in so vielen Videos wiedergesehen, was er erklärt hat, wo ich mir so gedacht habe, so, und dann wunderst du dich. Da hätte ich mich gar nicht wundern brauchen. Also die jetzige Datingzeit 2020 oder 2021 ist nicht so leibernd. Es ist nämlich ziemlich schwer. Viele sagen immer, dass sie was wollen, was sie dann gar nicht wollen, obwohl sie vorher behaupten, dass sie es doch wollten. Zum Beispiel, viele Männer sagen, sie wollen eine Beziehung. War ja klar, dass mir das passiert. Wo ist er denn? Oh, unter mir, finde ich toll. Also viele behaupten immer, sie wollen eine Beziehung, obwohl sie es dann doch gar nicht wollen. Also ich glaube, die heutigen Männer wissen gar nicht mehr, was sie wollen. Zumindest habe ich so das Gefühl. Nach den 2 Jahren Single hatte ich echt das Gefühl, dass die meisten Männer gar nicht mehr wollen, gar nicht mehr wissen, was sie wollen. Oder sie tun so, als würden sie es wollen, dann sind es kurz davor, so wie es bei einem war bei mir. Und dann kriegen sie Panik und rennen dann davon. Ja. So sieht Dating 2021 aus. Und 20. Wenn es jemanden beruhigt. Flirten kann man irgendwie gar nicht mehr. Du kannst ja nicht, konntest ja nirgends wohin gehen. Also flirten ist ein bisschen noch, also ist noch schwieriger, weil übers Schreiben kommt das eben nicht so rüber. Ja. Ich glaube, ich muss mein Handy in dieses Ding hier setzen, weil ich habe ja diese Marie hinten drauf und ich mag diese Dinger nicht. Ich mag irgendwie Popsockets mehr, aber egal. Ja. Ansonsten kann man eigentlich nicht wirklich viel sagen über das Dating, weil es ist ja zurzeit echt schwer überhaupt zu daten, in dem Jahr, wo jetzt auch Corona ist. Es funktioniert nämlich nicht so gut, wie man sich das vorstellt. Und ja, es ist echt kompliziert. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar keine Antwort darauf, weil die, die nicht Single sind, schätzt euch glücklich damit. Weil es war echt nicht einfach, mit jemandem ein Date zu haben, wenn die alle so unschlüssig sind. Man hat es ja bei mir extrem gemerkt. Ich meine, ihr kennt ja meine ganzen Erzählungen. Ihr braucht euch auch nur diese Live-Dinger von mir anschauen. Ja. Was soll ich euch dazu sagen? Also aktuell bin ich ja sowieso in einer Beziehung. Wie geht's dir, also die nächste Frage, wie geht's dir so nach den Ereignissen des letzten Jahres? Naja, bescheiden, würde ich jetzt mal sagen. Weil nach dem Kack, was mir da alles passiert ist, eher bescheiden. Aber ja. Ich meine, das sind eigentlich Fragen, die ihr eh auswendig wisst. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwundert. Ich habe sie mir noch gar nicht durchgelesen, sage ich euch ganz ehrlich. Ihr wisst ja, was alles war. Und
sagen wir mal so, es ist auf dem Weg der Besserung. Im Gegensatz zu den letzten 2 Jahren ist es auf dem Weg der Besserung. Nehmen wir es mal so. Ja, mehr kann man da gar nicht dazu sagen, glaube ich. Die nächste Frage, was ist gerade so los bei dir? Wie geht es dir? Also mir geht's gut. Hat man, glaube ich, schon lange nicht mehr gehört, aber mir geht's wirklich gut. Was so los ist aktuell, mit dem Führerschein läuft so lala. Ich habe halt echt Panik von der Theorie. Ich kann es nicht oft genug sagen. Die Theorie macht mich fix und fertig. Jetzt die Woche muss ich dann eh schauen, dass ich noch lerne. Und dass ich nochmal die Prüfungssimulation in der Filiale probiere dann. Obwohl ich darauf überhaupt keinen Bock habe, weil ich genau weiß, ich schaue es eh nicht. Immer wenn ich nämlich, ich rede nicht unnötig nur so, sondern das Problem ist, wenn ich immer vor der Simulation sitze, weiß ich genau, das ist die Simulation, das könnte die Prüfung sein und ab da kriege ich Panik. Ab da kriege ich extreme Panik und das geht gar nicht. Das geht gar nicht, aber ja. Wir werden ja gucken, wie es weitergeht, ne? Ich meine, im Herbst will ich schaffen, aber Herbst ist nicht mehr lang, wenn wir ehrlich sind. Ach, ich will mir keinen Stress mehr machen. Ich habe jetzt gelernt in der Zeit, jetzt wo ich einen Führerschein mache, dass Stress machen eine der schlimmsten Sachen ist, die man machen kann. Deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Habe ich am Anfang ja sehr oft gemacht. Aber mache ich jetzt nimmer mehr. Ich werde es schon schaffen, wenn es halt eine Weile braucht. Ich habe auch jetzt schon mit der Fahrschule geredet und ich kann auch ruhig mal antreten. Weil wenn... Ich glaube, eine Führerscheinfrage kommt da, aber ich habe es mir nicht komplett durchgelesen, aber beim Fotografieren, glaube ich, habe ich es gesehen. Egal, da muss ich nicht mehr drauf eingehen. wo war ich jetzt? Oh, jetzt habe ich den Faden verloren, finde ich super. Ja, vielleicht fällt es mir dann nochmal ein. Ich bin vorhin daneben, irgendwie schaue ich krank aus, oder? Aber ich bin nicht krank, nur im Kopf vielleicht, aber egal. Ich glaube, es kommt dann in der Führerscheinfrage, da gehe ich dann näher drauf ein. Aber mir geht es aktuell gut. Und was bei mir gerade los ist, ich habe jetzt aktuell wieder einen Freund. Ab morgen, also den 11.8. sind wir schon 1 Monat zusammen. Wow. Ja, also es läuft zurzeit gut. Mit dem Führerschein geht so lala, mit dem Wohnung renovieren fangen wir gar nicht erst an, weil sonst kriege ich gleich einen Aggressionsanfall, aber ja. Die nächste Frage. Wo hast du deinen Freund kennengelernt? Über Facebook Dating App. Ja, über die Facebook Dating App. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Wer hätte das gedacht? Wie läuft's mit dem Führerschein? Da haben wir die Frage schon. Also, ich habe es euch vorher gerade erwähnt. Immer wenn ich die Prüfungssimulation mache, kriege ich richtig Panik. Und das nervt mich. Das nervt mich extrem. Aber ich werde mir jetzt versuchen, keinen Druck mehr zu machen. Ich werde demnächst mal die Prüfungssimulation probieren in meiner Filiale, wo ich bin. Weil ich habe ja am Freitag, habe ich auch, glaube ich, wieder Fahrstunde. Mit dem Fahren läuft super. Mit dem Fahren habe ich überhaupt kein Problem mehr. Außer mit dem Schauen, das muss man noch ein bisschen angewöhnen. Aber jedes Mal, wenn ich Beifahrerin bin bei meiner besten Freundin im Auto, bin ich sogar brav und gucke immer mit. Fahre ich aber selber, bin ich so überfordert mit dem Schalten, mit dem Lenken und mit dem restlichen Ding, dass ich dann vergesse zu gucken. Und das ist nicht geil. Wollen wir mal so festlegen. Das ist echt nicht geil. Das muss ich mir echt angewöhnen. Das, ja, also, aber die letzte Fahrstunde war schon so, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich noch ein bisschen besser schauen würde, dann könnte ich mich auch schon trauen, alleine zu fahren. Weil das hatte ich ja vor ein paar Monaten nicht, dass ich mir zutrauen würde, dass ich allein fahre. Und das ist ja genau das Schlimme dran, finde ich. Wenn man einen Führerschein macht und man traut sich nicht alleine fahren, ist das, glaube ich, nicht so gut. ja, aber sonst, mit dem Fahren läuft es, wie gesagt, wirklich gut. Das Einzige, was mir halt Kopfschmerzen bereitet, ist die Theorie. Das ist halt was mir echt Kopfschmerzen bereitet und mich nervt das Lernen so. Mich nervt es so. Ich meine, ich bin schon viel, viel besser als früher. Ich habe bei den Gefahrenzeichen, die habe ich so lange durchgemacht, das war sogar in der Pause in der Arbeit, die habe ich so lange durchgemacht, bis ich dann 31 richtig hatte und nur 3 falsch oder so. Da war ich echt stolz auf mich. Da war ich wirklich stolz auf mich. Die nächste Frage ist, verreist du? Nope. Habe ich nicht vor. Ich bin jetzt zwar fertig geimpft. Ich habe ja immer gesagt, ich impfe mich nicht. Aber mir ist die Testerei so auf den Keks gegangen. Und ganz ehrlich, mich macht der Verlauf von Corona ein bisschen panisch. Weil wir haben eine Stammkundin, die hatte Corona und die erholt sich nicht mehr von den Strapazen, sage ich jetzt mal.
Die ganze Familie hat das, was ich weiß. Und sie schmeckt nichts mehr und riecht nichts mehr. Und das macht mir ein bisschen Angst. Deswegen habe ich mir so gedacht, okay, bevor du es kriegst und der Verlauf wird dramatisch, lasse ich mich doch impfen. Ich weiß, viele werden sicher schockiert sein, aber ich finde, jeder soll das selber entscheiden. Besonders, weil ich am Anfang gesagt habe, ich lasse mich gar nicht impfen. Ich habe aber oft dann mit meinem Vater geredet. Erstens mal ist mir die Testerei am Keks gegangen, weil ich bin ja doch sehr häufig unterwegs, wie ihr gesehen habt auf Instagram in letzter Zeit. Also ich bin nur unterwegs. Und diese Testerei geht mir einfach am Sack. Deswegen, nein, danke. Kein Bock mehr gehabt. Ich weiß aber, viele werden schockiert drüber sein, aber ich persönlich finde, jeder soll das selber entscheiden, ob er sich jetzt impfen lässt oder nicht. Meine Cousine auch. Wir haben ich war am Wochenende mit meinen Mädels saufen und die Mine ist sich nicht sicher. Die Bianca hat gleich gemeint, sie sollte sich schon impfen lassen, weil es wichtig ist. Und ich habe gleich zu mir gesagt, entscheid selber, ob du willst oder nicht. Weil ich habe mir das auch selber. Ich hatte einen Tag im Urlaub mal so einen Rappel, dass ich mich dann online angemeldet habe für die Impfung. Nach der Impfung habe ich es eh bereut, weil ich ein bisschen Angst habe, was die Nachwirkungen davon sind. Aber ja, im Endeffekt, man weiß eh nicht, was noch kommt. Also bin ich froh, dass ich die... Ich habe auch schon die zweite hinter mir, also bin ich wirklich froh darüber, dass ich das erledigt habe. So, es ist ziemlich viel passiert, glaube ich, in der Zeit, wo ich jetzt mich nicht gemeldet habe. Nächste Frage. Ich schaue nur kurz, ob ich da alle beantwortet habe. Ja, nächste Frage. Wie und wo hast du deinen Freund kennengelernt? Das habe ich gerade schon erwähnt über Facebook Dating App. Er hat mir zuerst ein Like gegeben, ich habe ihn dann geliked, dann habe ich ihn angeschrieben, dann haben wir die ganze Zeit hin und her geschrieben. Ja, ich habe nach seiner Nummer verlangt, wir haben dann relativ schnell telefoniert miteinander. Und sich auch sehr schnell getroffen und irgendwie hat das gleich von Anfang an, hat das passt. Aber dazu kommt dann sicher eh noch ein Video dann einzeln. In welches Land möchtest du noch reisen? Also wenn es mal wieder möglich ist, was ja ziemlich schwer ist, möchte ich gern wieder Budapest. Oder ich möchte mal nach Japan, das wäre auch geil. Aber nee, wir sind mal vorsichtig mit den Wünschen. Hast du dich direkt nach der Schule für den Einzelhandel entschieden oder hast du... Scheiße. Das kann ich nicht fertig lesen, weil ich habe die Frage nicht ganz angeguckt. Aber ich glaube, das ist wegen meiner beruflichen... Ich weiß schon, ich kann nicht reden. Ich habe ja zuerst 4,5 Jahre in der Küche gearbeitet, habe ja lange nichts gefunden. Dann mit 18 erst in der Küche angefangen. Und... Mit 18 in der Küche angefangen, ja, das war es eigentlich. Viel spannender war es gar nicht. Dann konnte ich ja gesundheitlich nicht weitermachen, dann habe ich kündigt dort. Dann... Irgendwas fliegt da von meinem Fenster, ich will gar nicht wissen, was es ist. Dann habe ich... Lass mich mal kurz überlegen. Dann war ich beim... Dann war ich beim Taliwell einen Monat. Dann hat mich ja Yves Rocher die eine abgeworben. Da war ich dann 6 Monate dort, bis sie mich rausgeschmissen hat, die Geschissene. Dann war ich eine kurze Zeit arbeitslos, aber ich glaube nur ein paar Wochen, weil dann habe ich mich beim Douglas beworben, die haben mich dann relativ schnell genommen, aber nur einen Monat Probezeit hatte ich dort. Dann haben sie mich wieder rausgehauen. Dann habe ich gleich danach mich beim Müller beworben. Und die haben mich dann genommen und jetzt bin ich 7 Jahre dort. Also mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen, oder? Mehr muss ich, glaube ich, echt nicht sagen. Also ich habe nicht gleich nach der Schule einen Job gefunden. Das ist relativ schwer, glaube ich, das zu finden. Besonders jetzt in der heutigen Zeit ist noch schlimmer. Ich merke es bei meiner Nichte, sollte jetzt weiter in die Schule gehen. Weil es ist halt echt schwer, jetzt mit Corona auch noch für die Jugendlichen eine Lehre zu finden. Generell einen Job zu finden, ist relativ schwer in letzter Zeit. Wie geht's dir wirklich aktuell, ist die nächste Frage. Habe ich schon beantwortet eigentlich, aber mir geht's echt gut. Mir geht's wirklich gut. Hin und wieder habe ich noch so ein kleines Tief, aber es hält sich in Grenzen. Es hält sich wirklich in Grenzen, Gott sei Dank. Job-Update eventuell. Und Wohnung reden wir lieber gar nicht drüber, sonst kriege ich gleich Aggressionen.
Ich wollte in meinem Urlaub, aber ging zeitlich nicht und ich kann nicht, also mein Papa hat gleich gesagt, ich soll nicht mich auf Führerschein und Wohnung konzentrieren. Ich habe nämlich vor zwei Monaten, glaube ich, einen Nervenzusammenbruch gekriegt, einen kleinen, weil ich halt alles auf einmal haben will. Ich wollte meine Wohnung unbedingt schon fertig haben und ich wollte meine Wohnung unbedingt fertig haben, aber habe halt Angst gehabt, dass ich den Führerschein jetzt vernachlässige und ja. Ja, ist ein bisschen ein Drama gewesen. Aber irgendwann vor meinem Urlaub, ich glaube vor den zwei Wochen, habe ich wieder so einen Wutanfall gekriegt wegen meiner Wohnung, aber ich kann mich halt nicht zerteilen. Es geht nicht beides. Ich kann nicht während einer Ruine da oder weil die gerade da arbeiten, kann ich nicht lernen. Wie soll denn das funktionieren? Muss ich halt warten. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich jetzt noch in der Wohnung bleibe oder nicht, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Also ich bin noch immer unschlüssig und es geht mir schon echt am Arsch. Deswegen redet es mich am besten nicht mehr an wegen dem Wohnungsthema. Wenn du jetzt ohne Geldmittel auswandern könntest, wohin wäre das und wieso? Ich will gar nicht auswandern. Nein, ich will gar nicht auswandern. Ich bin nicht so der Auswandertyp, auch wenn ich jetzt die Mittel hätte oder so. Wäre ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Wenn ich auswandere, habe ich dort ja niemanden. Nö, ist leider nicht mein Ding. Sorry, ist echt nicht mein Ding. Parfümsammlung lese ich da gerade. Habe ich aber, glaube ich, an dem Tag auch schon beantwortet. Das Video dazu kennt ihr schon. Ich werde keine Parfümsammlung abdrehen, aber ihr werdet die Videos einzeln sehen. Habe ich schon oft gesagt. Was tut sich bei dir beziehungstechnisch? Wann hast du Urlaub? Fährst du wohin? Also ich hatte ja meine zwei Wochen Urlaub. In der Zeit bin ich mit meinen Freunden zusammengekommen. Was für ein Wunder. ja, jetzt sind wir wie gesagt einen Monat zusammen ab morgen. Ja. Ich weiß gar nicht, wann ich das Video online stelle. Also am 11. August sind wir jetzt irgendwie... Fuck ich die Seite immer voll ab. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist. Ja, also einen Monat sind wir jetzt zusammen. Was war noch? Urlaub bin ich in Wien. Also jetzt die Woche auch. Also. Ja. Außer am Wochenende, da bin ich dann bei meinem Freund. Aber sonst. Was will man großartig machen? Man kann eh nichts großartig irgendwie anstellen. Also bleibe ich auch da, wo ich hingehöre. So. Wie und wo hast du deinen neuen Freund kennengelernt? Habe ich schon beantwortet. In welches Land möchtest du noch reisen? Habe ich eigentlich auch beantwortet. Ist das dieselben Fragen? Das sind wieder dieselben Fragen. Okay. So viele Fragen sind es gar nicht mehr. Upsi. Jo. Also... Dann beantworten wir es mal noch so, würde ich sagen. Also ich bin zurzeit sehr glücklich in meiner Beziehung. Gott sei Dank, wer hätte das gedacht. Aber verschreiben wir es lieber nicht, aber es passt zurzeit. Gott sei Dank. Ja, wie wir sich kennengelernt haben, das war über Facebook Dating App, habe ich euch eh schon erzählt. Ja, ich habe ja auch gar nicht mehr damit gerechnet. Sag ich euch, ihr kennt es mir jetzt schon langsam. Und ich wollte eigentlich auch nur noch... nichts mehr Fixes haben, wenn man das jetzt so sagen darf. Weil die meisten Männer das ja sowieso nicht hinbekommen haben, dass sie irgendwie ehrlich sagen, was sie wollen oder was sie nicht wollen. Er ist Gott sei Dank ganz anders. Zum Glück ist er ganz anders und hat wenigstens von Anfang an gesagt, was er will und was er nicht will. Ich habe auch ihm eher so die Entscheidungen treffen lassen, sage ich jetzt mal. Ob wir jetzt dann noch in einer Beziehung sind oder nicht, hat mich nur gefragt, was das mit uns ist. Und ich habe dann so gesagt, ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe mich ein bisschen veräppelt. Ja, aber ich habe halt diesmal versucht, mir diesen Druck wegzunehmen. Versteht ihr, was ich meine? Weil ich habe ja... Ich meine, ich habe immer gesagt, ich wollte keinen Freund, was auch eigentlich wahr war, aber es ist halt schön, wenn man dann jemanden halt hat, wo man weiß, dass man nicht alleine ist, oder?
da können sie ja sagen, was sie wollen. Das ist nun mal so. Aber so richtig gesucht habe ich eigentlich gar nicht mehr, obwohl das immer allen so rüberkommen ist. Aber ich habe wirklich gar nicht gesucht. Das ist halt wirklich nur so rüberkommen. Man will halt auch nicht alleine bleiben. Ich habe halt dann auch die lockeren Geschichten probiert, was ja dann auch nicht ganz funktioniert hat, wenn wir mal ehrlich sind. Aber... Was soll ich? Ups, jetzt schmieren mir meine Haare voll. Ja, man probiert halt ein bisschen was aus, wenn man alleine ist, sage ich jetzt einmal. Aber durch das, dass wir es öffentlich gemacht haben, haben die meisten eh auch mitbekommen, dass ich jemanden habe, auch die, mit denen ich was Lockeres hatte. Und was die denken, war mir exakt wurscht, weil... Mit der Medizinflut stinkt das schon wieder. Nein, aber ich sollte langsam das versuchen aufzubrauchen. Ja, also die mit denen ich was Lockeres hatte, die haben das dann eh durch Facebook und so erfahren, also oder WhatsApp-Status eher. Weil ich habe sie im WhatsApp-Status auch postet. Ja. Ja. War mir dann wurscht. Sage ich euch ganz ehrlich, war mir dann sowas von egal. Ja, wegen Führerschein. Oder soll ich noch weiter darüber reden? Irgendwie habe ich ein bisschen Angst darüber zu reden. Wie man merkt, oder? Man merkt das, glaube ich, bei mir sehr, dass ich ein bisschen Schiss habe, darüber zu reden. Ich will das halt auch nicht, ich habe es ja auch versucht, relativ, geheim ist jetzt ein Blödsinn. Aber man hat, finde ich, sehr spät auf Instagram gemerkt, dass da was los ist. Weil ich habe dann nur einmal, war er mit Nägel machen, da waren wir dann noch nicht fix zusammen. Und da habe ich eine Story postet, ihn aber noch nicht markiert gehabt. Und er hat dann die ganze Zeit meine Story gecrashed. Oh Gott, irgendwie ist das zu orange. Kommt in der Kamera nicht so rüber, aber irgendwie ist das zu orange. Hat dann meine Story gecrashed. Und ich habe ihn dann bei einer Story ja doch markiert. Weil er gesagt hat, ihm würde das nicht stören, wenn ich ihn markieren würde. Ja, da hat man dann so ein bisschen Anflug von, was ist da bei der Shay los gesehen. Aber ich habe es halt wirklich versucht, so noch im Hintergedanken, also Hintergedanken, ich kann echt nicht mehr reden. Ich sollte einen Deutschkurs belegen. So versucht noch zu verstecken, sagen wir es mal so. Nicht wieder so aufzupushen wie beim letzten Mal und dann kriege ich wieder so einen in die Fresse, dass ich nicht mehr weiß, wie ich heiße. Ja. Aber es ist sehr, sehr anders jetzt als davor. Ganz, 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 ganz anders. Also man kann das, man kann Menschen nicht vergleichen miteinander. Überhaupt nicht. Und den jetzigen schon gar nicht. Den jetzigen echt überhaupt nicht. Wir haben nämlich auch komplett dieselben Interessen mit Anime, Manga und Videospielen. Also wir haben wirklich komplett die gleichen Interessen, was ich super cool finde, dass das macht mich echt happy, dass wir da dieselben Interessen haben, weil das hat man wirklich nicht oft oder beziehungsweise fast gar nicht. Aber ja, da bin ich echt glücklich drüber, dass das so ist. Das macht dann nämlich ein bisschen mehr Spaß. Und so passt auch. Also, er hat bis jetzt nur meinen Papa so kurz kennengelernt. Meine Schwester auch relativ kurz. Dann mein Bruder auch ganz kurz nur. Meine Familie geht da halt auch ein bisschen auf Abstand, weil die mich schon langsam kennen. Ja. Also auf Abstand ist jetzt falsch ausgedrückt, aber... Ja. Ist halt nur doof, dass er halt nie meine Mama kennenlernen wird, aber... Ja. Das nagt halt echt an einem. Das nagt halt wirklich an einem. Aber das kann man halt nicht ändern, ne? Das ist halt nun mal so. Jo. Übrigens, weil ich gerade von Mama rede. Ich habe, wir lassen ja das Grab herrichten. Es ist noch immer nicht fertig, aber es wird langsam. Das Problem ist halt noch, dass der Grabstein fehlt.
was mich dermaßen anzipft. Jetzt die Woche, mein Urlaub sollte am Freitag der Stein geliefert sein. Ich habe auch schon ein Foto gesehen, wie er ausschaut. Er schaut relativ groß aus und ich bin gespannt, wie er dann in echt wirkt, aber ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe auch da hinten, man sieht es glaube ich nicht ganz, aber das spiegelt so, ich glaube da steht, habe ich so einen Spiegelwürfel, wo auch draufsteht, was mit so ein kleiner Spruch mit Mama. Und den warte ich jetzt die ganze Zeit schon, bis ich zum Grab hinstellen kann, aber irgendwie wird das nichts und das ärgert mich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich die Brigitte überreden kann, ob wir jetzt dann nochmal schnell zum Grab fahren. Vielleicht schaffe ich sie zu überreden, ob wir kurz hinfahren, so einen kurzen Sprung hinfahren, weil jetzt war ich schon länger nicht und meistens fahre ich immer Anfang der Woche, weil sie ist immer so lieb und bringt mich hin. Weil andere Möglichkeiten hätte ich gar nicht, dorthin zu fahren. Also hätte ich schon, aber es ist halt bei der Hitze sehr aufwendig und ich bin so dankbar, das habe ich auch schon gesagt, dass ich mit ihr dorthin fahren kann, weil sie mich immer mitnimmt. Das macht schon viel aus. Ja. Jo. Mal gucken. Vielleicht schaffe ich es wieder hin, dann werdet ihr das eh auf Instagram sehen. Bringt irgendwie nichts, wenn ich das jetzt erwähnen will. Ihr seht das eh regelmäßig auf Instagram. Aber kann ich wieder kurz nicht drehen. Das nimmt mal halt schon eine Last, dass sie mich oft, ach, jetzt juckt es mich und jetzt kratze ich mir mein Make-up wieder runter, finde ich auch nicht gerade logisch. Es nimmt mir halt schon ein bisschen quasi so eine Last weg. Und durch das, dass ich hier jetzt in Stefan habe, ist das halt komisch, wenn man genau weiß, dass sie dann ihn nie kennenlernt. Das ist dann ein bisschen, ja, das macht mich oft noch ein bisschen traurig. Aber wem wird das nicht traurig machen? Reden dabei ist echt eine dumme Idee. Wem würde das aber nicht traurig machen, oder? Ich glaube, ja, das war ich glaube. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da wird schon leer. Klappt irgendwie nicht so ganz. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, da wird leer. Und langsam kriege ich aber doch Hunger. Keine Ahnung, ob ich jetzt noch was futtern soll oder ob ich warten soll, bis die Freundin und ich sich treffen. Keine Ahnung. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe schon wieder den Faden verloren. Wie typisch. Typisch. Ich kann kein Deutsch mehr. Ja. Aber alleine ziehen und dabei reden ist echt nicht einfach. Echt nicht einfach. Ja. Also, es hat halt schon so einen bitteren Beigeschmack, sage ich jetzt einmal, wenn man denkt, oft denke ich mir auch, mich würde interessieren, was sie drüber denkt, wie es die ganze Zeit mir gegangen ist mit den Männern. Das würde mich auch interessieren. Das hat sie alles nicht mehr mitbekommen, aber okay. Ach ja. Ich versuche das immer so auf die Seite zu schieben, weil ich kann eh nichts dran ändern und ich versuche das immer dann so abzuwälzen und mir zu denken, so, auch wenn es jetzt blöd klingt, aber ich versuche wirklich das wegzuschieben und mir zu denken, so, denk lieber nicht drüber nach, du kannst es eh nicht ändern. Das denke ich mir jetzt immer aktuell. Jupp, das ist das, was ich mir immer aktuell denke gerade. Aber ja, ich muss auch unbedingt, glaube ich, wieder zum Augenbrauen gehen, weil meine Augenbrauen schauen aus. Ich muss halt mit meiner Freundin reden. Ob sie da auch wieder hin mag, weil ich freue mich ja schon. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnen soll, weil mein Freund guckt auch meine Videos, aber ich habe mir ein Kleid bestellt, das ich unbedingt an seinen Geburtstag anziehen will. Und ich hoffe, er schaut das Video nicht, aber ich glaube schon, dass er schauen wird. Da muss ich es nach seinem Geburtstag online stellen. Das wird ein bisschen dauern. Egal, er weiß ja nicht, wie es ausschaut. Da kann er sich ja denken, was er will, oder? Da muss ich auch aufpassen, dass ich es noch in keinen Haul herzeige. Weil, ich meine, ich weiß ja noch nicht, ob ich es kaufe, aber ich habe vor kurzem ein Kleid in ein Orsi gesehen, was mir die Sprache verschlagen hat. Verdammt, jetzt bin ich mit meinem Eyeliner da am Lid angekommen, weil der noch nicht trocken ist. Verflucht! Mir hat das Kleid keine Ruhe lassen, weil ich habe das so durch Zufall gesehen, durchs Durchstöbern vom Orsi. Und habe mir so gedacht, so, boah, das ist ja urschön. Es hat auch die perfekte Farbe, es hat so einen roten Ton. Und ihr wisst ja, wie sehr ich rote Kleider liebe.
Und es schaut einfach so wunderschön aus und ich will das unbedingt haben. Jetzt hat sie es mir... Oh, jetzt habe ich das Gefühl, dass das... Ich hasse es. Jetzt hat sie es mir in einer größeren Größe bestellt. Es ist sogar schon in der Filiale angekommen. Das heißt, ich fahre heute mit der Freundin dorthin. Dann werden wir es probieren und ich bin jetzt schon nervös. Was eh doof ist, dass ich deswegen nervös bin, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich hoffe, dass es mir passt. Und ich hoffe auch, dass es an mir passt. War das jetzt in Deutsch? Nö. Ich hoffe, dass es mir passt und dass es mir auch steht. So. Das hoffe ich wirklich, weil mir gefällt das extrem gut, das Kleid. Ich kann es gar nicht erwarten, das anzuprobieren. Worauf ich noch stolz bin, ist, dass ich in meinem Bronzer, ich werde das nicht so gescheit sehen, weil die Sonne so blendet, habe ich jetzt endlich einen Hitte-Pen. Ich habe schon ewig keinen Bronzer mehr verwendet, ewig nicht mehr. Und jetzt in letzter Zeit benutze ich wieder häufiger einen, auch Highlighter benutze ich jetzt wieder häufiger. Zeige ich euch nämlich gleich an, weil ich habe ja Back to Mac gemacht. Das werde ich euch dann in dem nächsten Video besser erklären. Weil ich will nicht, dass da jetzt das Video sprengt, weil ich will ja noch ein Back-to-Mac-Video machen. Ich habe auch was vorgedreht und das will ich auch noch machen, was ich alles machen will schon wieder. Ja, aber ich hoffe, ihr versteht es, was ich meine. Und die Sachen will ich aber heute schon ausprobieren, besonders, also beziehungsweise den Highlighter habe ich schon ausprobiert am Samstag, wo ich mit den Mädels unterwegs war und der war so geil. Und heute will ich den wieder benutzen, weil ich mische jetzt zwei Highlighter, den Lights Capet mit dem neuen, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Dazzle Gold heißt er. Ja. Den habe ich mir nämlich bei Back to Mac geholt. Aber dazu dann in einem anderen Video mehr. Ich will nämlich nur die Sachen mal ausprobieren. Ich habe auch einen Lippenstift, der auch sehr heftig aussieht. Und den möchte ich auch heute ausprobieren. Ich mag nämlich die Matten. Die sind gar nicht schlecht, weil ich habe nämlich auch einen gekriegt vom letzten Einkauf. Den habe ich euch in dem Video gezeigt. Den habe ich oben gehabt am Samstag. Und der ist so wunderschön und der hat so gut gehalten, dass ich diese Matten gar nicht so schlecht finde. Powder Kiss Lipstick heißen die. Und ich finde die gar nicht schlecht. Ich muss mal den Ventilator näher zu mir drehen, weil irgendwie ist mir extrem heiß. So. Das ist gleich tausendmal besser. Und mein Akku von der Kamera geht schon wieder leer. Ich lieb's. Jo. Machen wir mal. Ich muss auch dann unbedingt die schwarze Wäsche heute abnehmen und mein Bett überziehen heute noch. Ich habe auch noch um 19 Uhr Nageltermin und das kotzt mich auch ehrlich gesagt an, dass ich den so spät bekommen habe. Geht gar nicht, aber okay. Ich habe ja eh Urlaub, keine Ahnung, warum ich mich beschwere. So, ich werde mich jetzt ein bisschen dummeln, weil ich will nicht, dass das Video den Rahmen sprengt. Und ich will noch andere Videos auch noch drehen. So. Also, führerscheinmäßig, wie gesagt, bin ich mit dem Fahren schon viel, viel besser. Ich habe auch keine Angst mehr vom Fahren. Ich muss noch ein bisschen lernen, halt mehr zu gucken. Also diesen Schulterblick da. Der macht mich krank, dieser Blick. So komischerweise, wenn ich Beifahrerin bin, mache ich ihn ja. Aber wenn ich fahre selber, da denke ich mir immer so, na, vergesse ich das halt mal. Macht ja nichts. Ja. Aber ja. Es wird. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich will halt dazwischen immer noch ein paar Stunden nehmen, damit eben nichts passiert. Und jetzt demnächst, ich will auch diese Woche nochmal, wie gesagt, lernen. Freitag bin ich ja dann sowieso in der Fahrschule, was ja nicht mehr lang ist, und morgen haben wir schon wieder Mittwoch. Eine Woche Urlaub ist echt nichts. Aber eine Woche vergeht halt extrem schnell. Aber wir jammern mal nicht, wir akzeptieren das so, wie es ist. Ja, aber ich will unbedingt noch die Woche, ich meine, ich bin eh schon besser mit dem Lernen. Ein paar Sachen gibt es noch, wo ich mir so denke, könnte besser sein, aber bei den meisten weiß ich sofort die Antworten. Das war ja gar nicht so am Anfang. Also bin ich da wirklich stolz auf mich in letzter Zeit. Da ist es schon viel, viel besser geworden. Aber kaum sitze ich vor der Simulation zu Hause oder in der Filiale, kriege ich Panik. Und dann beantworte ich alles falsch. Und wenn dann die Zusatzfrage nicht kommt, weil beim Theoriekurs uns damals gesagt hat, dass umso öfter die Zusatzfrage kommt, umso mehr habt ihr richtig. Schießen, grießen, ja. Da werde ich dann noch panischer. Wenn die erste Zusatzfrage nicht kommt, kriege ich schon Panik. Auch doof. Hätte auch nicht unbedingt sein müssen, aber okay. Aber es wird schon. Ich sehe es positiv. Ich will unbedingt im Herbst dann schon fahren. Ich hoffe, das wird was. Wir werden ja sehen. Lassen wir sich überraschen. Weil langsam... Ich will mir halt wieder nicht den Druck machen, weil ich habe keinen Bock, dass ich mir da
so unnötig Druck mache. Brauche ich nicht mehr. So. Das ist nämlich wirklich nicht notwendig, dass ich mir da so unnötig irgendeinen Druck mache, weil kein Meister ist von Himmel gefallen. Ich weiß, ich will den Führerschein zwar unbedingt haben, aber wenn ich mir den Druck mache, dann, ich habe ja gesehen, was passiert ist. Ich bin in Panik ausgebrochen. Das brauchen wir nicht nochmal. Darauf können wir verzichten. Ja, also wird das schon. Ich bin da sehr zuversichtlich. Noch nicht, gucken wir mal. Irgendwie hasse ich den Kajal, das ist der von Essence. Ich weiß nämlich nicht was, aber irgendwas kriecht immer in diese komische Falte bei meinem Auge. Ich habe immer so tieffliegende Fältchen, die, ich meine, man sieht eh, wenn ich näher gehe. Okay, es leuchtet so, es scheint so die Sonne, man sieht überhaupt nichts. Aber das sind so tieffliegende Falten und da kriecht alles rein und es zipft mich richtig an. Das zipft mich extrem. Ich habe auch in letzter Zeit eine neue Mascara-Kombi. Ich habe diesen Volumen-Booster von Essence, den man gar nicht sehen kann. Jetzt sieht man ihn hoffentlich ein bisschen. Dann benutze ich die, also das lasse ich kurz antrocknen. Für die unteren Wimpern benutze ich die Total Temptation, der ist es, oder? Ja, wasserfest. Ich mag den Duft so gern von der, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die Mascara finden soll, weil ich nicht weiß, was bei mir immer in die Krümelchen, also in die Krümelchen fällt. In diese Falte reinfällt. Oder die habe ich auch, die Monsieur Big von Lancôme. Das war ja so eine Sonderedition, was wir mal gekriegt haben. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Aber okay. Es wird auch mal Zeit, glaube ich, wieder für ein Favoritenvideo. Habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. Was ich auch machen will, ich habe versucht, so ein bisschen über Videoideen nachzudenken. Wenn ich schon ein Laber-Video mache, kann ich auch darüber auch reden. Ich will unbedingt wieder ein Food-Tagebuch machen, weil ich habe so viel Essen fotografiert. Ich habe halt dann keine Zeitspanne, Monat bis weiß ich nicht was, sondern ich muss gucken, oh, meine Haare zipfen mich an, die kitzeln. Ich habe halt dann keine Zeitspanne, so wie früher immer, sondern ich habe das halt dann, ich weiß noch nicht mal, wie ich es nennen werde, ich meine Food-Tagebuch auf jeden Fall, aber ich habe noch keine Ahnung, wie weiter. Weil ich habe das früher mal gemacht, dass ich es monatlich gemacht habe, also von März bis Mai oder so zum Beispiel. Aber jetzt ist das halt so ein gesammeltes und ich bin halt am Überlegen, verdammt, das ist jetzt so viel Produkt am Auge. Und ich bin halt am Überlegen, wie ich das gerade nenne. Aber da wird mir schon was einfallen. Da mache ich mir keine Gedanken. Ich war halt in letzter Zeit echt oft essen. Und es waren so geile Sachen dabei. Ich schaue immer so gruselig aus, wenn ich das rum habe, aber okay. Da waren halt echt geile Sachen dabei. Und die will ich halt unbedingt euch zeigen. Aber das muss ich halt noch dementsprechend dann noch planen, sage ich jetzt mal. Jo. Ansonsten kommen wieder viele Hauls, wie immer. Ich habe nämlich in dem letzten Haul, was ich euch hochgeladen habe, habe ich ein paar Sachen zeigen vergessen. Die werde ich dann euch noch zeigen. Beim DM war ich ein paar Mal. Und ich glaube, das ist der Kajal, was mir dann die Falte rutscht. Ich werde mir mal wieder ein Make-up Factory kaufen. Ich glaube, das wird mir Zeit. Ich werde zuerst den braunen mal aufbrauchen, bevor ich mir da wieder irgendeinen neuen kaufe. Aber der ist so scheiße. Ich glaube, das ist der, was mir da immer irgendwo hinkrümelt. Oder schmiert, je nachdem, wie man es nimmt. So. Ja, also Videoideen habe ich, aber bei mir fehlt es halt auch an Zeit, die umzusetzen. Was ich halt auch unbedingt machen will, ist für meinen anderen Kanal wieder Videos drehen. Ich bin halt meistens mit der anderen Freundin unterwegs und ich bin mir nicht sicher, ob sie das gut findet, wenn ich da mitfilme. Obwohl, ich brauche sie ja nicht filmen, ich kann ja sie mal fragen. Aber ich vergesse meistens eh die Kamera daheim. Das ist das Doofe dran. Aber mir geht das ab. Jetzt, wo man das noch machen kann, wo man noch wohin gehen kann, sollte ich das irgendwie noch ausnutzen, bevor es dann wieder zu spät ist. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Das muss ich mal überraschen, wie es weitergeht, ne? So. Jetzt müsste das eigentlich schon halbwegs trocken. Ich schaue so gruselig aus mit dem. Bist du da? Jetzt sollte es halbwegs trocken sein. Das heißt, wir gehen einmal drüber. Ich
mag das irgendwie. Früher mochte ich es nicht. Ich habe das von Lancôme benutzt. Das ist ja leer worden dann. Oder habe ich es aussortiert? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, da merkt man, dass die Lancôme bald dem Ende zugeht. Weil ich kann... Ich muss da so oft drüber fahren, damit ich da... irgendein Ergebnis kriege. Und ich fahre dann meistens mit der von Maybelline da noch drüber. Weil ich finde, dass die irgendwie besser trennt. Nicht perfekt. Das heißt, die Fliegenbeine. Boah. Also von der Kombi bin ich jetzt eh nicht so. Ja, ich habe die Fliegenbeine jetzt nicht richtig gerissen. Sieht man das? Ich hasse es. Ich hasse es. Okay. Das ist die Lancôme. Die Mascara geht mir richtig am Arsch. Die ist am Anfang relativ gut, wenn du sie neu hast. Wenn sie aber dann trocken wird, macht sie die extremsten Fliegenbeine überhaupt. Das ist das, was mich... Und ich glaube, die ist eh fast leer. Ich glaube, die werde ich bald schon als aufgebraucht sehen, weil da kommt exakt nichts mehr raus. Und jetzt, wie trocken die schon ist. Das ist, glaube ich, das Problem. Durch das, dass die, man merkt das richtig, dass die schon sehr, sehr... Ich meine, ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen, durch das, dass die Sonne da so reinknallt. Durch das, dass sie halt so trocken ist, glaube ich, werde ich sie aussortieren. Ja, weil ich kriege da nichts mehr am Auge. Seht ihr das? Ich kriege da fast gar nichts mehr aufs Auge. Das Problem ist, die Lancôme-Mascaras habe ich nie lange. Ich mag die, aber irgendwie habe ich die nicht lange. Ey, scheiß drauf. Ich werde die jetzt aufgebraucht. Ich habe keinen Bock mehr. Wann zählt ihr immer die Mascaras also aufgebraucht? Also bei mir ist das dann eigentlich dann aufgebraucht, wenn sie so wie jetzt da irgendwie nicht mehr Farbe abgibt. Die tut auch irgendwie gar nichts mehr. Ich meine, ich habe eh genug. Ich brauche mich eh nicht beschweren. Ich habe eh noch ganz viele, die ich noch ausprobieren kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Lancôme geht extrem schnell leer. Und welche ich ja gar nicht mag, ist die Doll Eyes von Lancôme. Ich kann den Geruch nicht ausstehen von der. Dann mag ich lieber die Grandiose, die habe ich nicht mehr gehabt, sollte ich mir auch mal wieder zulegen. Oder eben die, was ich jetzt gerade oben habe, aber nach einer Zeit wird die so komisch. Man merkt sie, ich habe die Fliegenbein auf der einen Seite, weil... Ja, die werden wir mal als aufgebraucht sehen. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Da habe ich halt wieder was leer. Macht ja nichts. So, jetzt gebe ich nur noch meinen Creme-Lidschatten in den inneren Augenwinkel. Damit ich meinen passenden Pinsel finden will. Wo ist er denn schon wieder? Immer suche ich den da also. So. Dann geben wir noch den knalligen Lippenstift drauf und dann bin ich eh schon fertig. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich noch reden soll. Aber über den Führerschein habe ich schon geredet. Wohnung renovieren, ja, da will ich irgendwie gar nicht mehr drüber reden, weil das Thema zipft mich extrem. Und weil ich halt auch nicht weiß, was ich machen soll. Einerseits wäre eine neue Wohnung besser, weil dann kann ich die gleich einrichten, so wie ich will. Und dann muss ich da nicht so viel Geld reinstecken. Andererseits... kann ich mich halt nur echt schwer von der Wohnung trennen. Das ist das, was mich halt ein bisschen an mir selbst ankotzt, aber okay. Ja. Und zeitlich habe ich halt auch nicht so viel Zeit, dass ich das mache. Weil wenn ich dann schon den Führerschein hätte, wäre das was anderes, weil dann fahre ich oft übers Wochenende weg oder so. Ich muss mir das noch überlegen. Ich weiß es noch immer nicht. Wohnung bin ich noch sehr unschlüssig und das zieht mich an. Das ist auch kein gutes Thema, mit mir darüber zu reden. Da flippe ich extrem aus. Wenn mich jemand spricht in der Arbeit oder so, da flippe ich immer voll aus. Ich meine, ist auch verständlich. Mich ärgert das selber, dass ich mich nicht zerreißen kann und alles gleich anfangen kann und alles gleich schaffen kann, aber ich bin ja auch nur ein Mensch. Und deswegen, ja. So, wir nehmen gleich mal den neuen Highlighter. Ich habe ihn ja eh schon verwendet, aber ich zeige ihn euch mal. Und seht ihr, dass ich ihn verwendet habe. Ich bin echt raus, was das betrifft. Ich hoffe, man kann den irgendwie erkennen, weil der so... Schaut euch das an, wie schön der ist. Ich liebe den. Und wenn ich den jetzt drauf gebe... Bam. Ich liebe den.
Den habe ich gratis gekriegt. Gratis. Von Mac zu Mac. Ich stehe voll auf den Highlighter. Der ist halt so grob glitzerig. Eigentlich ist das nicht so meins, aber ich liebe das. Und man kann eh kaum noch irgendwas tragen an Highlighter oder so. Deswegen benutze ich ihn auch gleich. Was mich eh wundert, wenn ich mal was neu habe, dass ich ihn gleich verwende. Das ist eh eine sehr, 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 sehr Seltenheit. Sehr, sehr Seltenheit. War kein Deutsch. Egal. Ich gebe mir aber noch ein bisschen Rouge drauf, weil ich nicht will, dass das nur der Highlighter jetzt sichtbar ist. So über den Highlighter gebe ich mir noch ein bisschen was drauf. Ich benutze eigentlich hauptsächlich nur noch MAC fast. So, dann knallen wir sich mal die knallige Farbe drauf. Den habe ich mir nämlich auch ausgesucht. Ich sage euch mal den Namen. Style Shocked. Ja, da passt der Name. So. Ich habe da irgendwie Mascara am Finger. Finde ich nicht so gut. So, ich bin voll nervös. Ich werde jetzt noch einen Schluck Eistee machen. Weil ich ja dann nicht trinken kann. Ich weiß nicht, ob das mit dem blauen Oberteil überhaupt passt, aber das ist mir so voll egal. Ich habe eh das Augen-Make-up eher dezent gehalten. Aber ich mag das. Ich finde das so schön von den Lidschatten her. Ich trage eigentlich hauptsächlich nur noch die Palette. Das ist, war mal eine alte Catrice Limited Edition. Ich zeige es. Limited Edition, ich zeige es euch gleich. Die sieht so aus, die spiegelt halt ein bisschen. Und drauf habe ich House of Royals, den da. Es ist so hell bei mir heute, das ist echt arg. Und in der Lidfalte den Royal Kingdom, den hier. Ich liebe die. Die habe ich ja auch schon oft oben gehabt, die zwei. Hoppla, jetzt bin ich mit dem Finger reingetatscht. Und eine Zeit lang habe ich den auch sehr häufig verwendet, was man auch sieht, finde ich. Das sieht man extrem. Den habe ich auch oft verwendet. Ein paar sind jetzt auch dabei, die ich noch nicht verwendet habe, zum Beispiel den da. Den habe ich oft zum Verblenden benutzt. Also ich liebe die Palette, die ist echt schön. Hätte ich mir nicht gedacht, dass ich so auf eine Catrice Palette stehe. Aber die gibt es nicht mehr, leider. Das war eine Limited Edition. So, jetzt knallen wir sich mal den knalligen Lippenstift drauf. Die habe ich auch schon wieder keinen mehr. Aber ich will mal nicht noch anmachen. Oder soll ich mal noch anmachen? Mal schauen. Oh, Jesus. Ach du Scheiße. Puh. Aber er schaut echt schön aus. Also mir gefällt er extrem gut. Der ist echt schön. Aber ich gehe dann näher drauf ein in dem Mac, Back to Mac Haul, Back to Mac Video. Ich kann nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr reden. Ich glaube auch, dass das mit dem Oberteil passt. Ich glaube, dann bleibe ich bei dem Oberteil gleich. Schaut nämlich gar nicht so schlecht aus. Ich liebe, dass mir immer im ungünstigsten Zeitpunkt der Akku leer wird, aber okay. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr wisst so ein bisschen wieder, was ein bisschen bei mir los ist. Das war kein deutscher Satz, aber wurscht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!